Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Moin Moin, hier ist der Achim aus Dortmund diesmal und das hier ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 7. Dezember. 5 Themen habe ich am Start und zwar, das wären die folgenden. Ich habe neue Wearables-Zahlen, dann gibt es ein paar große Unternehmen, die zusammen eine Terror-Datenbank aufbauen wollen. Microsoft bringt einen neuen Chatbot raus. Sonos-Lautsprecher können jetzt auch offiziell mit Spotify sprechen und ja, es vergeht kein Tag diese Woche ohne Amazon. Gut, ich fange mal mit Wearables-Zahlen an. Der IDC hat da Zahlen veröffentlicht und auf Platz 1 ist, wie im letzten Jahr, Fitbit. Ich meine, die haben halt auch eine riesen Palette an Produkten und die sind ganz leicht hochgegangen. Auf Platz 2 und 3 Xiaomi und Garmin, hätte ich jetzt gar nicht irgendwie so auf dem Schirm gehabt, aber wenn man sich überlegt, doch, kann schon sein. Ja, Platz 4 ist überraschend, da ist Apple und die sind um 71% runtergegangen zum Vorjahr im Vergleich. Ja, wenn man sich noch überlegt, dass die letzten Tage ja durchaus schlechte Nachrichten für Smartwatches gebracht haben, Lenovo will keine mehr rausbringen, Pebble ist ja von Fitbit gekauft worden und da steht jetzt auch in den Sternen, wie es da weitergeht. Ja, dann sieht der Markt nicht so gut aus. Naja, warten wir mal ab. Eine gute Sache an sich finde ich allerdings die Terror-Datenbank, die Facebook, Microsoft, Twitter und YouTube zusammen basteln wollen. Das hat die EU wohl irgendwie angestoßen, oder zumindest auf Basis von der EU-Anregung ist das irgendwie gekommen, dass die sich mal an den Tisch gesetzt haben und ja, sowas machen wollen, wie auch ähnlich zum Beispiel auf YouTube, wenn er was hochladet und da ist ja Musik drin für die ihr halt eben entsprechend keine Erlaubnis oder Lizenz habt, dann wird das schon teilweise beim Abladen geprüft, ja, so ein Hash geprüft und dann wird gesagt, hier, also keine Lizenz, kannst nicht hochladen oder sonst irgendwas passiert. Und so eine Art von Technologie wollen die Kollegen jetzt anlegen, wenn Propaganda und Hetze hochgeladen wird, damit die Jungs von der ISIS und Konsorten eben keine Plattform haben. Finde ich eine gute Sache und zeigt auch, dass sich auch so 4 große und teilweise auch direkte Konkurrenten auch mal zusammenraffen können und was ja auf die Beine stellen. Finde ich gut. Ja, Microsoft. Nochmal. Ja, Microsoft bringt einen neuen Chatbot raus. Die hatten ja schon mal einen vor einiger Zeit. Tay hieß der, glaube ich. Und den haben wohl ein paar Spaßvögel auch irgendwie trainiert, dass er so ein kleiner rassistischer Vogel wurde. Das ist dann auch nochmal rund gegangen und war nicht so eine gute Promo für Microsoft. Aber sie geben nicht auf, denn jetzt bringen sie den Chatbot Zoo, also Z-O, so, raus und der ist in der Chat-App Kick zu finden. Ja, die kenne ich vom Namen, aber benutzen tue ich die nicht. Ich kenne auch niemanden, der Kick benutzt. Naja, muss mal gucken, was daraus wird und ob der Chatbot nicht vielleicht woanders besser aufgehoben werde. Aber vielleicht, wenn keiner Kick nutzt, kann er auch keinen Unsinn machen. Man weiß es nicht. Nächster Punkt, Sonos. Ja, in der Beta schon länger verfügbar. Jetzt ist es wirklich für alle da. Sonos kann direkt aus Spotify angesprochen werden. Das finde ich gut. Ich selber bin zwar nicht so ein riesen Musikstreamer und wenn, dann auch zurzeit eher Apple Music. Aber es scheint ja, Spotify ist für die meisten wirklich hier der Dienst der Wahl. Ja, und wenn man damit jetzt die Sonos-Lautsprecher, von denen ich ein riesen Fan bin, ansprechen kann, finde ich gut. Obwohl ich eher denke, Sonos sollte mal lieber an ihrer App arbeiten, damit die halbwegs ja, vernünftig ist. Letzter Punkt für heute. Ich habe es ja schon gesagt, es vergeht kein Tag ohne Amazon und Amazon hat ja immer irgendwas. Es gibt bestimmt auch einen Dienst, der heißt dann Amazon irgendwas. Ja. Ich rede jetzt von Amazon Business. Das ist der Geschäftskundendienst von Amazon und der kommt jetzt auch nach Deutschland. Kannte ich vorher auch noch nicht. Der soll dann ja alles ja, bringen, schicken, machen, was so ja, Geschäfte brauchen. Der Händler, der Handwerker, Restaurants. Ich weiß wirklich nicht, was ich so dahinter dann verstecken sollte, weil eigentlich, ich kenne auch so ganz viele Händler, die schon ja, ihren ganzen Bürobedarf von Amazon ordern. Ja, vielleicht gibt es da Rabatte oder sonst was. Muss man mal schauen. Naja, jedenfalls, Amazon hat jeden Tag was Neues. Ich bin gespannt auf morgen. Das war's auch für mich jetzt erstmal für heute. Ich wünsche euch jedenfalls jetzt einen guten Start in den Tag. Wenn ihr Feedback für uns habt, lasst es uns wissen, kommentiert unter daily.geektalk.ch in den Kommentaren unter der Folge gerne. Auf Twitter könnt ihr den Geektalk-Account oder auch mich, den AchimH-Account, auch direkt ansprechen. Ich freue mich auch über Kritik, Lob natürlich auch. Und ansonsten, ja, ihr findet uns auf jeden Fall Facebook und Konsorten.
Dann sage ich erstmal ciao, ciao und wir hören uns morgen früh wieder. Der Geek Talk Daily Podcast erscheint täglich von Montag bis Freitag. Anhören kannst du uns via iTunes, YouTube, Soundcloud oder alternativ via RSS-Feed auch über den Podcatcher deiner Wahl. So verpasst du auf jeden Fall keine Folge von uns. Alle Informationen dazu, wie du uns abonnieren kannst, findest du auf daily.geektalk.ch/abonnieren. Sehr gerne darfst du uns natürlich auch über Social Media verfolgen. Dazu facebook.com/geektalk, das über unseren Mutterpodcast oder via Twitter @geektalkdaily. Hört mehr Geek Talk.